Habt ihr schon mal von der Firma Sein Xong gehört? Nein? Dann geht es euch so wie mir. Was das genau ist, bleibt dran, das erfahrt ihr jetzt. Die Firma Sein Xong stellt Smartdecks her, und zwar wirklich tolle Smartdecks, die man zum Beispiel von Apple oder Samsung vermisst. Da gibt es verschiedene Modelle, zum Beispiel im Scheckkartenformat, ultra dünn, Schlüsselanhänger, dann gibt es ein Reisepass-Vidui und noch vieles mehr. Wir haben etwas bekommen, das möchten wir euch eben präsentieren und vorstellen, was das Ganze kann. Und ein AirTag ist nichts anderes. Ihr könnt damit eure Sachen finden, falls ihr diese verloren habt. Wir haben hier die Wallet, die Karte, dann den Schlüsselanhänger und ein Reisepass-Etui. Dieses hat einen RFID-Chip. Und hier haben wir nochmal eine kleine Übersicht. Learn about Sein Xong in one minute. Hier sieht man dann, was das Ganze kann. Sprich, ich habe hier verschiedene Modelle von Smartdecks oder von Tracker und diese kann ich dann orten mit einem Ton, mit Licht. Das heißt, habe ich etwas verloren, kann ich das jederzeit suchen und finden und das geht sehr, sehr genau und sehr einfach. Vorteil ist hier, dass es mit Apple genauso funktioniert wie mit Android. Ich muss hier keine extra App hinzufügen, zum Beispiel bei Apple. Ich gehe einfach nur in diese App, Find My Phone oder Wo ist App und dort kann ich einfach nur ein neues Gerät hinzufügen und kann dann schon loslegen. Wir starten mal mit der Kreditkarte, mit der Wallet. Es ist die dünnste auf der ganzen Welt. Es ist wasserbeständig und es ist aufladbar und der Akku hält sage und schreibe 6 Monate. In meinem Fall ist hier kein Ladegerät dabei, das ist echt schlimm oder traurig. Das Ganze wird hier kabellos aufgeladen, das heißt, man braucht eine kabellose Ladeschale. Was hier dabei ist oder was toll ist, eben wie schon anfangs erwähnt, es funktioniert mit Apple mit Find My Phone. Dann haben wir einen kleinen, schmalen und eleganten Schlüsselanhänger. Dieser hat USB-C-Schnittstelle, das heißt, den können Sie bequem laden mit eurem Smartphone-Ladekabel. Das ist hier kein Problem. Wie gesagt, kann im Prinzip dasselbe wie die Karte, nur dass er eben für den Schlüsselanhänger ist, Akku genauso 6 Monate und letztendlich haben wir hier ein Reisepass-Etui. Dieses hat eben, wie schon anfangs erwähnt, den RFID-Chip. Dieser sorgt dafür, dass eure Daten nicht gestohlen werden. Zusätzlich habt ihr hier 2 Einschübe für SIM-Karten, sprich falls ihr diese transportiert, damit ihr diese nicht verliert. Und es gibt auch noch ein Fach für viele Kreditkarten. Es ist eine kleine und nette Anleitung hier beigebracht, sogar mit einem QR-Code, falls ihr das Ganze haben wollt und gleichzeitig zur App kommen wollt. Wie gesagt, einfach zu bedienen. Im Prinzip muss man hier nichts Großartiges machen, außer als neues Gerät hinzufügen bei Apple. Hier haben wir dann die Anleitung, wie schon erwähnt, mit dem QR-Code. Einfach nur scannen und dann habt ihr, falls ihr wollt, die App. Oder die Anleitung könnt ihr euch direkt hier auch herunterladen mit dem QR-Code. Das Ganze in verschiedenen Sprachen. Es gibt den QR-Code, wie gesagt, hier habt ihr nicht nur die Anleitung, sondern für Android, wie ihr zu der App gelangt. Für Android braucht ihr die App, für Apple nicht. Und dann gibt es noch hier diese 10% Aktionscode. Und so sieht die Karte aus. Sie ist wirklich sehr, sehr dünn, hat das Format wie ein EC oder Bankomat oder Kreditkarte und ist eben kabellos aufzuladen und der Akku hält hier 6 Monate. Die Karte kann man sich selbst personalisieren in verschiedenen Farben und Designs. Und ich frage mich, wie die das geschafft haben, dass wir hier so eine dünne Karte haben und einen 6-monatigen Akku, der das Ganze hält und auch noch mit Ton und 80 Dezibel Lautstärke, falls man das tracken möchte. Der Vorteil ist, diese Karte gibt es auch als Mini-Version, als Schlüsselanhänger, wie man hier sehen kann. Also es gibt die Karte, dann Schlüsselanhängerkarte, dann gibt es noch den Chip und noch vieles mehr. Und so sieht der kleine SmartTag aus oder der Tracker. Dieser ist mit USB-C aufzuladen und auch hier 6 Monate Akkulaufzeit. Ist sehr elegant aus Metall, wie man hier sehen kann, mit einem Schlüsselanhänger. Die Koppelung ist hier denkbar einfach. Ihr müsst eigentlich nur in die Wo ist App rein, dann ein neues Gerät hinzufügen, dann schaltet ihr mal das Ganze ein. Das wird euch signalisiert hier mit einer roten Lampe.
dann ein neues unterstützendes Objekt. Dann wird dieses gefunden. Ihr könnt es dann umbenennen, wie ihr das immer haben wollt. Und noch einen Emoji auswählen. Das könnt ihr auch machen. Bei Android müsst ihr natürlich die App herunterladen. Bei Apple wird das Ganze eben als AirTag gefunden. Fertig, alles erledigt. Hier können wir dann noch einen Ton abspielen. Und das Ganze nun im Test. Wir haben unsere Schlüssel mal versteckt und werden diese suchen. Natürlich können wir hier auch einen Ton abspielen, damit wir das Ganze auch akustisch hören und mit einem Licht. Das Ganze dauert, wie gesagt, ein paar Sekunden. Ich komme davon natürlich, wo ihr eure Sachen verloren habt. Aber bei mir geht das recht rasch. Und das Tolle ist eben, dass das Ganze sehr, sehr genau ist. Wir verlinken euch die Webseite, damit ihr seht, was hier alles erhältlich ist und was das Ganze kostet. Unser Fazit: um dieses Geld kann man nichts falsch machen. Absolute Spitzenklasse, Top-Qualität, was will man mehr? Solltet ihr dazu Fragen haben, verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.